haben wir ein eigenes Rechercheteam, aber das ist, diese Kritik ist völlig berechtigt. Die zweite Frage ist ja, wie guckt man, dass man mit dem Geld sparsam umgeht? Weil das ist, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob Sie da waren, das ist ja, den zahlen wir ja alle von unserem Geld, den Rundfunkbeitrag. Wie guckt man, dass das angemessen ausgegeben wird, auch im Programm? Ja, aber ich will auch der ersten Frage nicht ausweichen. Das ist richtig und das zeigt ja, dass das duale System bei uns auch funktioniert. Also ich finde es ja super, dass es auch freie Verlage gibt und dass es sowas wie Business Insider so gibt und dass da Leute in alle Richtungen recherchieren. Und darum ist das ein Ergebnis dessen und das finde ich gut und richtig. Ja, und ganz grundsätzlich, das ist ja das Thema dieser Krise, ist ganz grundsätzlich die Frage, sind wir so ausgerichtet, dass wir wirklich jeden Cent, den wir haben, ins Programm stecken? Oder verschwenden wir Geld für andere Zwecke? Und das ist ja die Grundfrage, die da gerade gestellt wird. Und das wird eben auch die Aufgabe des oder der Krisenmanagerin jetzt sein, diese Grundfrage konsequent durch das Ganze auszuziehen. Und natürlich geht es los bei der Frage, was braucht die Intendanz für eine Ausstattung und was braucht man in der Führungsspitze für Gehälter. Aber man braucht auch Transparenz und einen Geschäftsbericht. Und natürlich braucht auch journalistische Arbeit ein Dach über den Kopf. Also, dass man auch Gebäude haben muss und dass man auch eine Verwaltung haben muss, die diese 1500 Festangestellten irgendwie koordiniert und verwaltet, das ist auch so. Aber die Hauptprämisse muss natürlich sein, dass Geld der Beitragszahler vor allem ins Programm zu stellen. Und das ist umso mehr lustig. Und dafür könnte, hoffe ich, einfach dieser Skandal hilfreich sein, weil jetzt natürlich alle mit einem Scheinwerferlicht darauf gucken, was passiert da beim RBB, in der ARD, beim ZDF, beim Deutschen Radio. Noch eine weitere Frage.